Grünburg. Ja, Grünburg, Grünberg. Das ist alles dasselbe hier. Das ist das gleiche, nur in Grün. Ach, Adeline hätte ich noch bewegen können, verdammt. Zwei Fehler gemacht. Ein bisschen enttäuscht von dir. Ja. Das ist in der Tat richtig. Ich auch. Aber ich brauche nur noch drei Level mit Money. Dann habe ich den Drachen. Boah, ganz ehrlich, Junge, wenn du fliehst, dann flieh in die Richtung von Manfred, ey. Ich hab's in letzter Zeit auch mit dem nicht aufgenommenen Mikrofon. Bei God of War ist mir das nämlich auch passiert, 20 Minuten lang. Hm. Ja. Hat die Elgato das Mikro nicht aufgenommen, ey. Scheint dir ja Spaß zu machen. Ja, es ist ein Hobby. Sollte jeder mal probieren. Das ist schon toll. Sein Mikro nicht mit aufnehmen? Ja, das ist schon toll. Ich kann es nicht anders sagen. So. Okay, bin ich mal gespannt. Aber wenn die angreifen, kann ich immer fliehen. I hope so. Also nicht. Ja, doch, doch. Doch. Müsste eigentlich gehen. Jetzt ist er weg, der alte Typ da. Kommt doch eh wieder direkt der nächste. Wahrscheinlich. Ja, damit es nicht langweilig wird, weißt du? Muss ja immer ein bisschen Spaß dabei sein. Sonst wird er dann so Spaß. Wie machst du so Spaß, immer wieder dieselbe Fraktion zu vernichten? Ja, sicher, sicher. Ist doch geil. Okay. Ja, ja. Muss. Bist du gerade ein bisschen high oder so? Ja, Mann. Voll tighter Shit, Mann. Yo. Oh, nach der muss ich aber auch erstmal einiges wegrendern, ey. Da kommt er. Tschüss. Und da ist er in Nullen. Und da kommt noch eine Thalia-Armee. Zwei. Estalia. Oh, jetzt kommt er. Und ich kann nicht mehr fliehen und ich würde verlieren. Ja gut, das ist halt auch eine scheiß Armee, ehrlich gesagt. Ich befürchte, ich muss das spielen. Vielleicht noch irgendwas zu reißen. Ah. Der Begriff Scheißarmee trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, die hatte ich mir ja so aus in der Not zusammengezimmert. Ja, wird schon. Ich muss einfach nur ein bisschen zaubern, ja, ich will mir einfach nur ein paar Zombie-Armeen zaubern. Wow, die Zombies, die ja auch so gut sind. Ja, super sind die, super. Wo ich immer noch nicht ganz verstehe, warum du davon immer noch welche drin hast. Ja, nee, hab ich doch gerade gesagt, das war so eine, die habe ich mir so zusammengenagelt. Ja, aber du hast ja auch in anderen Armeen noch. Ja, aber drin. Da habe ich nicht mehr so viele von. Ja, das sind halt immer noch gute, billige Arbeitskräfte.
Und wenn das Geld knapp ist, dann nimmt man die doch gerne. Nicht? Nee. Achso. Hat ja keinen Sinn, die immer wieder zu bauen, wenn du sie eh alle 5 Minuten wieder verlierst. Ja, aber die sind ja nicht teuer, ne? Ja, aber ist doch trotzdem Geldverschwendung. Ach Quatsch. Krieg ich doch alles wieder. Von wem? Von Frandoni Milchbart. Achso. Das glaube ich aber nicht. Doch, doch, der hat gesagt, ich zahle. Ich komme für alle Schäden auf. Ist halt ein netter. Ah, ja. Gut. Skelettkrieger! Andere Krieger! Nein, andere Krieger hier. Formation wilder Hühnerhaufen. So, ihr kommt da noch hin. Die Fliegenden können einfach hier irgendwo hin, ist ja egal. Und du stellst dich direkt dahinter, mein Freund. Jetzt geht's nämlich zur Sache. Zur Sache geht's. Kann der irgendwas bauen? Der hat ja auch ein richtig alter Schwede. Der hat ja... Oh, 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 oh. Ja, ein Zauber drauf, ey. Ist ja Wahnsinn. Den ich jetzt erstmal verschwendet habe. Aber das macht nichts. Scheile euch, obwohl es gar nicht mehr geht. Ja, was mache ich mit den Fliegenden? Ihr greift die da an. Komm, die gebe ich dir. Danke. Die ultimative Fledermausarmee. Einfach durchfliegen? Theoretisch kannst du das machen. Die wanken ja jetzt schon. Ja, die sind fast am wanken, ne? Ja, die kann sogar reden, ja. Ja, ich komme da nicht rum. Und die Kavallerie? Ja, ich komme nicht um die Kavallerie rum, die kann ja auch schießen. Das ist nicht kacke. Fuck, jetzt kommt nämlich auch Kavallerie hier an. Dann ja, dann weiß ich auch nicht. Jetzt könntest du deine Armee heilen. Hä? Ja, nee, jetzt kann ich gerade zufällig nicht. Wow. Er schießt sie jetzt einfach über den Haufen. Wer ist tot? Achso, der wird niemand. Angegriffen. Also, bitte, angegriffen ist ja wohl lächerlich. Alter, lass mich doch mal die dahinter jetzt. Geh doch mal weg, du scheiß Symbol. Ich weiß, dass er angegriffen wird. Meine Güte, ey. So, er hat sich erstmal voll geheilt. So muss das nämlich sein. Kavallerie ist hinter deinen Reihen, ne? Ja. Die haut dir jetzt gerade voll in den Rücken. Ja. Dessen bin ich mir quasi bewusst. Jag die Pferde, bis sie nicht mehr können. Oder so. Den Fledermäusen in dem Cinematic Mode zuzugucken, ist irgendwie sehr unspektakulär. Ja, die machen halt nicht viel, ne? Ja. Da drei Armeen gegen eine Reiterarmee und die kommen nicht klar, oder was? Nicht wanken, Männer! Oder Untote oder whatever, ohne Spaß. Ihr seid ja so komische Hunden, ey. Boah, ey, heute seid aber auch wieder mit dem richtigen Fuß aufgestanden, sehe ich. Das ist doch schön. Ja, richtig flott wieder unterwegs. Ah komm, der General von ihm ist gleich tot. Der General! Das ist natürlich auch absolut nichts Gutes in der Armee, ne? Ja, da hast du absolut recht.
Ich habe absolut nichts in der Armee. Also ich will ja nicht absolut nichts sagen, aber... Ja, doch. Wo ist denn der General? Der flieht. Er flieht. Ach, er haut gerade ab. Flieh, du Narr! Flieh! Und komm nie wieder zurück. Nein, er kommt zurück. Ich sagte, komm nie wieder zurück. Hör doch mal zu. Ist Fledermäuse sind tot? Nee. Echt nicht? Nee. Wo sind die denn? Ach, die sind da mittendrin. Mittendrin stand nur dabei. Jetzt haben sie gerade keine Lust mehr. Jetzt sind sie am Wanken. Der General flieht wieder. Ach, diese blöden Schießer, ey. Die sollen mal woanders hinschießen, die Schießer. Die Schießer? Ja, aber echt mal, ey. Was ist denn los mit denen? Jetzt werden die Fledermäuse sterben. Ja. Boah, der kann sich aber auch nicht entscheiden. Jetzt ist er tot. Jetzt muss es natürlich nur noch bei den ankommen. Fledermäuse am Arsch. Okay. Es muss nur noch bei den ankommen. Dass der feindliche General tot ist. Ja, hör mal auf, die Fliegenden zu verfolgen, das bringt nichts. Welche Fliegenden? Fliehenden. Achso. Schick mal lieber die da, genau. Und die da hin. Ist er schon dabei? Boah, komm ey, euer Anführer ist tot. Wank doch mal. Bei allen anderen funktioniert das, weißt du? Also nur bei mir. Und bei mir. Und den anderen ist es alles egal, ey. Das ist doch scheiße. Aber Jürgen schickt's jetzt aber auch voll rein, ne? Ja, der muss ja jetzt hier mal auf die Fresse geben, ey. Wahrscheinlich jetzt eh sterben, obwohl der viel mehr Schaden macht. Und dürfte gar nicht gegen die verlieren, gegen die Lucha da. Aber flieht. Flieht, sage ich. Flieht. Einheit wurde ausgelöscht. Toll, 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 toll. Oh, Reiter. Hoch, Reiter. Jetzt kommen die natürlich zurück. Boah, dass die dann auch mal wieder zurückkommen, die Lutscher. Ein bisschen auf den Sack. Nein, noch einer ausgelöscht. Noch voll gut für den aus, ey. Ich verstehe das gar nicht. Das hat noch nicht mehr. Ja, das ist mir doch egal. Bei ihm ist aber wesentlich mehr am Fliehen. Wenn er jetzt zuschlagen würde, ja. Wer? Jürgen. Ja, aber macht er nicht. Mann, alle am Fliehen, aber keiner haut ab, das ist doch scheiße, ey. Ja, die beiden kannst du auch nochmal irgendwie benutzen. Ja, aber wo soll ich die hinschicken? Nein, die nicht. Da hast du auch noch eine. Wo soll ich die hinschicken? Ist ja alles verspringt hier. Wir sind auch völlig egal, dass ihr Kommandant tot ist, weißt du? Geh den voll am Arsch vorbei. Das finde ich auch schon so ein bisschen suspekt. Finde ich das. Okay, ich gebe dir mal die drei noch. Hä, wo sind denn die? Links. Sind's ja die, die alle da am Wanken sind? Sind die am Wanken? Nö. Nee, nur eine.
Okay, ich glaube, die ist jetzt weg. Hau drauf! Wenn die kein Leben mehr haben, sind sie weg, ne? Dann kommen die auch nicht mehr zurück. Wie? Naja, manche über ihre Fahnen kein Leben mehr von den Gegnern. Die sind dann zerstört, steht hier. Ja. Heißt, die sind weg. Ja. Gut. Das finde ich schon mal klasse. Wieso haben die Granatwerfer? Was soll das? Ich war, ach, die cheaten doch alle hier, weißt du? Da wundere ich mich schon gar nicht mehr, dass die hier komische Sachen machen können. Ja, das Problem sind immer noch die mit ihrem Schießgewehr. Vielleicht schickst du deinen Meinung mal dagegen. Naja, der ist gleich, der macht gleich. Aber ich will die da weg haben, weil ich habe Angst, dass die mir dann in den Rücken fallen. Ja, aber du kannst den Schießtypen jetzt gerade in den Rücken fallen. Ja, mach ich ja. Money is on the way. Ist nicht Money. Ja. Ach, alles Money. Aber die sind zwei Armeen tot? Ja. Hm. Das ist natürlich nice, ne? Findest du auch? Boah, jetzt sind die hier am Wanken, weißt du, aber die fliehen einfach nicht, die Huren. Warum sind die denn am Wanken? Bei denen passiert doch überhaupt nichts. Oh, jetzt kommen die Ritter wieder. Ja, ich jetzt weiß. Fliehen die auch. Jetzt fliehen die schon wieder, ey. Da kriegst du doch echt, da kriegst du. Du hast noch eine, ne? Ja. Die sehr nah dran ist, wie ich sehe. Ja, ja. Also näher geht's ja schon gar nicht mehr. Willst du mal vorspulen? Ja, muss ich mal machen. Und das Reiter? Ja. Okay, Jürgen ist gleich tot. Und er ist tot. Und jetzt wanken meine natürlich. Ja, Fachspiel, du bist doch behindert, ey, ohne Spaß. Wie das die nicht interessiert? Der Kommandant von ihnen ist tot. Ja, pff, interessiert mich doch nicht. Aber wie es passiert bei mir, ey. Die Bindung. Ich ja schon höre. Ach, ist doch lächerlich, ey. Wenn das Spiel mal wenigstens ein bisschen dann in dem Sinne gebalanced wäre, wenn der Kommandant tot ist, dann müssen die alle wanken. Ja, oder weniger, alle. Ja, oder weniger Schaden, ja, machen. Die sind doch dann gebrochen, weil der Anführer tot ist. Ja gut, die Moral ist halt gesenkt, ne, beziehungsweise die Führerschaft. Aber nö, das interessiert die ja nicht. Ja gut, dass Zombies, oder die Vampire schneller wanken, liegt halt an der Bindung. Ja, aber die haben ja gar nicht gewankt, als der gestorben ist. Hat die ja nicht interessiert. Wozu brauchen die denn überhaupt Helden? Oder Anführer? Nein, die. Ja, da finde ich. Aber die Führerschaft ist ja. Ja, aber die ist doch ja gesunken. Ja, aber das hat überhaupt gar keinen Effekt gehabt. Ja, doch schon. Die werden ja sowieso gewankt, weil die, doch. Nur die Führerschaft ist ja grundsätzlich schon mal höher als bei dir. Wenn dann nur diese 20 Punkte sinken, die du im Grunde weniger hast, sowieso schon. Dann macht das ja jetzt keinen Unterschied. Ja, aber das sind, jetzt da müssen die halt mehr gesenkt werden. Wenn der Anführer von ihnen tot ist, dann ist der Anführer nun mal tot. Ich meine, war jetzt natürlich auch das Problem, du warst natürlich auch von den Einheiten her ein bisschen sehr viel schwächer als er. Ja, ich war auch. Also er hat natürlich schon starke Einheiten reingeschickt. Ich war ja auch angeschlagen. Ja, ja. Aber trotzdem hätte man das locker gewinnen müssen. Weil der Anführer war ja tot und dann habe ich die ja verfolgt und dann finde ich, wenn die wanken oder wenn sie fliehen, dann sollten sie auch nicht mehr zurückkommen. Also nicht immer wieder. Vielleicht einmal, aber dann ist ja auch mal gut. Ja, die Kavallerie ist halt echt immer das Problem. Habe ich ja auch, das. Hm.
mal wieder eine Finanzspritze brauchst, ne? Weißt du, wo du mich findest. Old die, that's macabre. Naja, kannst du vergessen, du Arsch. Stirb. Entschuldigung, dass ich dir jetzt Geld anbiete. Boah, ey, ist ja gut. Ja, nicht mein, mein Geld halt nicht. Ja, ja, das sagst du jetzt. Kannst vergessen. Ja, aber es bringt mir ja auch nichts. Ich kann ja die Einheiten nicht bezahlen. Das ist ja mein Problem. Ja, das Monatliche, ne? Also das Grundliche Monatliche. Das Monatliche. Die monatlichen Mietkosten, die sind mir einfach zu hoch. Ah, ey. Ja, du brauchst dann einfach einen günstigen Strom- und Gasanbieter. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, ja. Ich mache jetzt gerade 2160 die Runde. Ich kann mir noch nicht mal eine gute Armee bauen, weil die kosten mich ja alle schon mindestens dann 400. 400? Und die Einheiten? Ja, dann also pro Runde. Ja gut, oder du baust halt die eine, zum Beispiel Wagner, voll... Ja, guck mal, die Blutritter zum Beispiel, ja, die kosten mich 400, genau die Runde. Und wie siehst du denn bei deinen Technologien aus, hast du da? Also ich habe zum Beispiel auch viele Technologien, wo ich zum Beispiel Unterhaltskosten ein bisschen senken kann. Ja, da bin ich ja gerade dabei. Okay. Aber die habe ich, die meisten habe ich schon gebaut. Jetzt habe ich nur noch Sachen, die ja, mir mehr Geld geben. Oder für diese schwarze Kutschen da und Blutritter, ja, minus 5%, aber die kann ich jetzt noch nicht machen. Achso. Die kommen später erst. Bei denen bin ich ja gerade dran, dass ich weniger. Also es gibt, ja gut, gibt noch andere für Zombies und so, aber verfluchte Fluchritter. Ja, aber gerade weil du ja auch so viele Zombies hast, ne? Bietet sich ja vielleicht auch irgendwo an. Ja, da sind teilweise halt leider Sachen bei, die könnte ich jetzt noch gar nicht machen, weil da muss ich erstmal ein bisschen mehr für erforschen. Oh, minus Verschleiß, minus 20% Verluste durch Verschleiß in nicht den Vampirfürsten gehörenden Territorien. Natürlich auch nicht schlecht. That's nice. Ja, klingt doch nicht schlecht. Was kann man hier? Ne, hier kann ich noch was bauen. Irgendwas, was Geld bringt vielleicht, ja. Erstmal auf Geld gehen. Ey. Need more money pro Round. Pretty nice Englisch. Eiknuf. Das Geile ist, Estalia und Bretonia haben halt einfach kaum Garnisonen in ihren Ländern. Hm, okay. Weil die halt nicht angegriffen werden. Ja. Oder beziehungsweise erst recht spät und deshalb haben die diese Gebäude nicht. Und in vielen Städten haben die dann eben relativ wenig Garnisonen. Ja. Ach so, das verstehe ich nicht. Ach so, das verstehe ich nicht. Ich baue mir jetzt ein paar Armeen mit Verfluchten. Boah, die sehen aber cool aus. Was? Die Fluchritter. Mit Lanzen und Harnisch. Soll es nicht nach dem Aussehen gehen? Nee, die sind, ja, die sind auch stark. Oh, die sehen toll aus, die baue ich. Ja, aber die sehen echt cool aus, weil die haben so ein Knochenross. Okay. Aber haben die normalen noch auch oder nicht? Ne, die normalen, die sind zu Fuß unterwegs. Normalen. Ach, doch Fluchritter. Hä? Kavallerie. Ach so, da. Ja, aber das sind andere. Ja, das sind die ohne Lanze, aber das ist auch Kavallerie. Ja, aber die haben auch. Das Pferd sieht auch ein bisschen anders aus auf dem Bild. Wäre auch doof, wenn sie zweimal dasselbe Bild nehmen würden. Die sind auch billiger. Ja. Die kosten auch 107 weniger pro Runde. Aber das ist halt Stoßkavallerie, ne? Also Schockkavallerie. Ja, stoßen können sie im Puff. Ja, von mir aus. Aber Schockkavallerie ist halt rein, also von hinten in die Gegner reinrammen. Dann halt wieder zurück und dann lass immer wieder wiederholen. Das gab es ja bei Attila und so auch. Naja, das machen die ja hier auch ab und an, ne? Ja, genau. Immer wieder umdrehen und wieder. Also das ist halt die eigentliche Schockkavallerie. Immer wieder von hinten rein. Die sind aber teuer, ey. Fuck. Steht da auch, Schockkavallerie kostet 1200. Die Runde? Nee, zum Aufbauen. Ich dachte schon. Die Blutritter kosten 1700 zum Anwerben. Ja gut, aber eigentlich geht das sogar noch. Ja,
Also ich habe Einheiten, die sind teurer. Wobei ich mittlerweile auch schon ein paar Sachen erforscht habe, damit die Anwerbungskosten billiger sind. Na gut. So, was habe ich jetzt hier? Verfluchte. Ach, Verfluchte, nicht Fluchritter. Doch, nee, ich hatte nur geguckt, weil ich das jetzt hier reingebaut habe. Fluchritter, also die Schockkavallerie, kostet 1200 zum... Ja. Aber baue ich mir trotzdem zwei rein. Ah, shit. Plätze sind voll. Mano. So, du bist jetzt am Rekrutieren, mein Freund. Ach, ich bin gespannt, was das kostet dann. Kann ich schon sehen? Nee, scheiße. Ja, wäre gut gewesen. Das wäre ja ein Träumchen gewesen, ne? Jetzt baue ich mir eine Armee, wo Nico sagen würde, Mensch, die ist ja gar nicht so kacke wie die anderen. Ja, aber das dauert noch. Weil, ja, ich habe ja nicht so viel Geld. Ja, ich habe dir was angeboten, danach hast du mich beleidigt. Ja, wenn du das so sehen möchtest, dann bin ich halt beleidigt. Fand ich ein bisschen fies. Wenn du auch Geld brauchst, weißt du, wenn du mich wieder sagst, war Dreck da. Voll. Ja, ja. Ja, ich muss erstmal gucken, was nächste Runde mir noch pro Runde übrig bleibt. Wird auch nicht so viel sein. Oh, fünf? Ja, das könnte sein. Vielleicht auch sechs? Das wäre auch durchaus denkbar, ja. Onward to death. Wo ist denn eigentlich Adeline, die flotte Biene? Das soll hier auch irgendwo rumgeistern. Irgendwo im Mäusezoo. Jetzt live. Klingt auf jeden Fall wie eine richtig geile Serie. Ja, ist eine Doku-Serie. Auf Radio Krieg. Immer dieses Radio Krieg. Ja, das ist Piratensender, ey. Hackt sich immer rein. Ja, ich merk schon. Das hackt sich immer ein. Wie gut sind denn eigentlich diese komischen schwarzen Kutschen? Weil ich hatte die, die gibt's auch mit den Menschen. Echt? Ja, sowas ähnliches. Ich weiß nicht, ja, diese auch Panzer meinst du, ne? Nee, es gibt auch richtige schwarze Kutschen. Okay. Ich weiß aber nur nicht, ob die jetzt gerade schwarze Kutschen heißen oder... Magischer Streitwagen ist das. Naja. Macht des Todes, rüstungsdurchdringend gegen Infanterie, verursacht Entsetzen. Ich bin entsetzt. Kostet nur 300 die Runde, ja, guck mal. Waffenstärke 80, Rüstung 60, sind also schnell kaputt. Das ist doch schön. Ja, diese Slayer haben einfach null Rüstung. Echt? Naja, die sind einfach tot. Deswegen sind die auch so stark, weil die halt sonst, weil die das halt irgendwie kompensieren mussten. Achso, lustig. Laufen die ja nackig durch, das Feld. Ich glaube, die haben wirklich nur so einen Lendenschurz. Okay. Ja, aber trotzdem, also eigentlich, wenn du die triffst, müssten die ja extrem viel Schaden kriegen, egal wie stark die sind. Eigentlich. Das ist ja komisch gebalanced hier, ne? So, Karl Franz dürfte ja demnächst auch wieder dabei sein. Ach, der ist, glaube ich, schon wieder down. Der ist schon wieder down? Nee, drin. Achso, ja, mein ich ja. Achso, ja.